Hallo, ich bin's. Okay, ist gut jetzt. Was für eine. Die letzten 2 Wochen habe ich Videos gemacht mit eurer Hilfe. Das heißt, vor 2 Wochen habe ich das Stell dir vor, wäre Video gemacht, wo ich euch gesagt habe, hey, gebt mir Beispiele, was ich denn jetzt sein könnte. Letzte Woche haben wir das Frage- und Antwort-Video gemacht, wo ich natürlich auf eure Fragen gezählt habe. Und diese Woche fordere ich euch heraus. Es ist Challenge-Time, Leute. Und wir machen eine Challenge, bei der ich eindeutigen Heimvorteil habe. Und das ist die Arizona-Challenge. Alles, was ihr braucht, ist eine Dose Arizona und eine Stoppuhr. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich werde jetzt meine Zeit timen und dann fordere ich euch heraus. Ich muss jetzt mein A-Game bringen, ja? Auf die Plätze, fertig und los. Sippin' my Arizona, we got me in a coma. I just wanna chill, yeah, I just hit me zona. Call my girlfriend over, yeah, she keep me wavy. Never bring that drama, that's why she my baby. Everything is gravy, yeah, everything is straight. Give me all the love, let those fuckboys get the hate. Give me all the money, count it all, we stay up late. Put it in the safe, oh. 26,18. Scheiße, Leute. Scheiße. Alter. Alter. Das ist eine gute Zeit. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand weiß, aber zum Beispiel 2012 haben die Jungs von O2L auch die Challenge gemacht und JC Kalen hat, glaube ich, mit 44 Sekunden abgeschlossen. Das heißt, ich bin fast 20 Sekunden schneller. Ah! 26,18. Das ist meine Zeit zu schlagen. Bleibt fair und dann könnt ihr ganz einfach eure Ergebnisse in die Kommentare reinposten. Alles unter 20 Sekunden ist gecheatet. Und dann sehen wir uns ganz einfach nächste Woche wieder. Bis dahin, wie immer, haut rein. Hua! Mama? Ja? Ich hab die Dose Arizona in 26 Sekunden abgepumpt. Super. Noch ein bisschen üben, schaffst du 20 Sekunden. Ja!